Hallo Marius mit Wendling, sisu-training.de, heute die 105 von 365 aus aktuellem Anlass. Schlechtes Wetter, Herbst steht vor der Tür, keine wirklich schöne Perspektive für die nächsten Wochen und Monate, was da auf uns zukommt. Wir kriegen jetzt mal einen kleinen Vorgeschmack. Kalt, nass, ekelhaft draußen, macht keinen Spaß. Heute Thema Immunprophylaxe, was man tun kann, um so ein bisschen gefeit zu sein vor den kursierenden oder um sich greifenden Erkältungswellen, die dann kommen werden. Da gibt es so ein paar Verhaltensmaßnahmen oder beziehungsweise auch so ein paar Mittelchen, die man einnehmen kann, legal natürlich. Zuvorderst Vitamin C, kennt jeder, zwei Esslöffel, das ist viel zu viel, da gibt es Durchfall drauf, zwei Messerspitzen, wollte ich sagen, in ein Getränk eingerührt, das reicht vollkommen aus. Täglich dann 50 Milligramm Zinkchelat, finde ich auch mal ganz gut, gibt es als Zinkotat und so weiter verschiedene Form, Chelat ist ganz gut, wird vom Körper ganz gut resorbiert. Die Biestmilch kennt wahrscheinlich jeder Triathlet, weiß aber nicht, was es ist. Das ist auch ganz schwer zu begreifen. Machen wir mit Sicherheit nochmal einen gesonderten Blog zusammen mit der Frau Dr. Susanne Kräftner, mit der Gründerin der Firma Biestmilch, die in einem Blog mit Sicherheit auch mal kurz damit aufräumen kann, was es da für Vorurteile gegenüber der Biestmilch gibt und so weiter. Ich kann nur sagen, es funktioniert sehr, sehr gut, nicht nur was die Immunstimulanz angeht, sondern auch bei chronischen Geschichten wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, also allen Darmgeschichten, aber auch bei der Neurodermitis. Bei meiner Tochter hat es sehr gut funktioniert, mit einer Biestmilchkur haben wir die Neurodermitis in den Griff bekommen und das ist schon eigentlich ein Wunder gewesen. Dann als vierter Punkt das Glutamin, das ist eine bedingt essentielle Aminosäure, da mache ich auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video drüber, weil ich das finde ich ist eines der am meist unterschätzten Nahrungsergänzungsmittel. Dann, das sind die Mittel, die man einnehmen kann. Dann, wie gesagt, als Verhaltensmaßnahmen täglich mehrfach Hände waschen, wenn man mit Menschen Kontakt gehabt hat, immer wieder regelmäßig die Hände waschen, dass einfach die Keimbelastung an den Händen gering ist. Füße warm halten. Wenn die Füße warm sind, sind die Schleimhäute im Mund- und Rachenraum und Nasenraum auch besser durchblutet. Und je besser durchblutet sind, desto abwehr kräftiger sind sie, oder andersrum gesagt, wenn die kalt sind, schlecht durchblutet sind, dann können Keime hier eintreten. Und für uns Triathleten nach dem Schwimmen auf jeden Fall immer bei 10 Grad abwärts, auf jeden Fall immer eine Mütze aufziehen nach dem Schwimmen, auch wenn man sich die Haare geföhnt hat. Vielleicht auch den Gehörgang, den äußeren Gehörgang ein bisschen trocken föhnen, damit sich da kein Wasser sammelt, weil es jetzt einfach dann doch durch den kalten Wind draußen auf jeden Fall eine sogenannte Prädisposition für Otitis media ist, oder für eine Mittelohrentzündung, und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. So viel dazu, Immunprophylaxe, die 105 von 365, morgen geht's weiter. Ciao.